Darf eine Stadt oder ein Land privaten, leerstehenden Wohnraum beschlagnahmen, wenn die Unterkünfte für Flüchtlinge knapp werden? Der Tübinger OB Boris Palmer ist dafür, meint ja, wenn sich die Eigentümer weigern zu vermieten. Mit dieser Äußerung hat der grüne Politiker eine bundesweite Debatte losgetreten, die die Emotionen jetzt hochgehen lässt. Im Folgenden dazu weitere Stimmen. Mit einem Facebook-Post zum Thema der kommunalen Unterbringungsnot der Flüchtlinge hat der Tübinger OB Boris Palmer eine Debatte losgetreten, die mittlerweile die Menschen in Tübingen, im Landkreis, aber auch im Land bewegt. 400 bis 700 Wohnungen, so schätzt Palmer, stünden in Tübingen derzeit dauerhaft leer. Und angesichts drohender Zeltstädte und der Nutzung von Turnhallen halte er eine Beschlagnahme für vertretbar. Der Staat zeige jetzt sein wahres Gesicht, so kommentiert ein Bürger. Pro-Stimmen verweisen auf Eigentum verpflichtet. Heftigste Pro- und Kontra-Reaktionen gibt es indessen nicht nur auf Facebook. Dieses Thema eignet sich überhaupt nicht, politisch damit zu spielen und vor allem nicht irgendwelche Drohbriefe zu versenden. Ich denke, er sollte auch die Emotionen nicht unnötig aufladen. Man muss natürlich wissen, dass wenn Wohnraum mal nicht vermietet wird, dann gibt es meistens Gründe, die dahinterstehen. Manchmal sind es ältere Menschen, die Angst haben vor einer Sanierung, die glauben, die Sanierung nicht bewältigt zu kriegen. Und ich denke, da muss man eher Hilfestellung geben, als zu drohen. Also mit Drohungen kommen wir ganz sicher nicht weiter. Was Herr Palmer hier macht, das geht gar nicht. Er stützt sich auf eine polizeiliche Generalklausel und wie jeder andere Oberbürgermeister weiß, das ist die Ultima Ratio, das allerletzte Mittel, das eingesetzt werden kann in Grenzfällen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen hat das Regierungspräsidium Tübingen bereits klar umrissen. Nur im äußersten Notfall und wenn es nachgewiesenermaßen keinerlei andere Unterbringungsmöglichkeiten mehr gibt und nur wenn sonst Obdachlosigkeit droht, darf nach strengster behördlicher Prüfung für maximal 6 Monate leerer Wohnraum beschlagnahmt werden. Unmut über Palmers Vorschlag auch anderswo. Also von der Beschlagnahmung halte ich gar nichts, weil da den Eindruck entsteht, es ist eine absolute Katastrophe im Land. Soweit sind wir Gott sei Dank noch nicht. Ich glaube, das fördert die viel zitierte Willkommenskultur nicht, wenn wir so diskutieren. Deshalb sollten wir diese Diskussionen verschwinden lassen. Wir sollten uns auf unsere eigentlichen Aufgaben konzentrieren. Wir sollten uns miteinander bemühen, Wohnraum für Flüchtlinge zu schaffen. Aber wir dürfen die Bevölkerung nicht außer Acht lassen. Wir müssen sie mitnehmen und sollten sie nicht sozusagen mit dem Knüppel der Ortspolizeibehörde dazu zwingen, Wohnraum bereitzustellen. Indessen hat der frühere baden-württembergische Grünen-Parteichef und heutige Tübinger Bundestagsabgeordnete Chris Kühn eine ganz andere Idee. Um die rechtliche Klippe zu umschiffen, plädiert er für den Weg eines Zweckentfremdungsverbots per Satzungsänderung der Stadt. Denn dann bedürfe es weder einer Genehmigung durch den Kreis noch durch das Land.